Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Live. Es geht ums Thema Energiemangel. Wie ihr unschwer hören könnt, dachte mir, ich mach mal eine kleine Musik an, dass wir so ein bisschen in Stimmung kommen. Und bist die Christina? Ah, ich sehe sie schon. Schauen wir mal, ob ich dich einladen kann. Hallo! Wie geht's dir? Danke, gut, und dir? Mir auch. Jetzt kriege ich hier die ganze Zeit noch so Nachrichten. Muss ich erstmal hier Licht. Nee, mir geht's gut, vielen Dank. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall beide sehr farbenfroh. Ja, fast perfekt aufeinander abgestimmt. Wer kann, der kann. Ich dachte mir, wenn es heute ums Thema Energie geht, dann muss es ein bisschen energetisch sein, das Ganze. Das habe ich tatsächlich auch gedacht und dachte so, komm, ein bisschen Farbe für Freitagabend. Perfekt. Voll gut. Mega gut. Ja, auch einige jetzt hier, sehe ich. Sehr ja, gut. Ich habe vorhin schon ein bisschen Musik angemacht, ums Thema Energie. Ich bin morgens immer müde, aber abends ständig wach. Ja, kennt man. Ja, ich würde sagen, warten wir vielleicht noch kurz. Ja. Für alle, die schon da sind, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gibt es unten neben der Kommentarleiste so eine kleine Sprechblase mit einem Fragezeichen drinnen. Da könnt ihr die Fragen reinschreiben. Dann können wir das Ganze einblenden. Dann freuen sich, glaube ich, auch gerade zu. Hallo. Unbekannterweise, hallo. Ja, manchmal... Ja, der ist, ja, ich habe ihm gesagt, hab's ihm gesagt. Sehr gut. Schön. Ja, es sind schon einige dabei. Ja, du nimmst es, du wirst es wahrscheinlich ja auch abspeichern, oder? Ja, ich speichere es auf jeden Fall ab, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir langsam los, oder? Mach ich die Musik mal aus? Genau, also es geht heute ums Thema Energiemangel, wo ja relativ viele Leute von betroffen sind. Ich bekomme es immer wieder mit, das Thema, ich brauche morgens erstmal eine Stunde, um überhaupt klarzukommen. Ohne Kaffee überlebe ich den Tag nicht. All diese Themen, bei mir war es ja früher auch so, ich hatte ja letztens auch ein Reel drinnen mit meinen Monster Energy Drink Invasionen. Ja. Und ja, darüber sprechen wir heute einfach ein bisschen. Christina, vielleicht magst du einfach ein bisschen von dir erzählen. Hattest du das Thema auch mal? Wie geht's mit deinen Klientinnen voran? Haben die auch das Thema? Und ja, dich im ersten Schritt mal vorstellen. Habe ich ganz vergessen, weil wir ja schon mal live zusammen hatten. Ja, aber jetzt ja bei dir auf deinem Kanal. Deswegen kenne ich die ein oder andere noch nicht. Genau, stell dich gerne vor. Wie du gesagt hast, ich heiße Christina oder ich werde eigentlich eher Chrissy genannt, weil der Name viel, viel kürzer und kompakter ist und besser zu mir passt. ich bin fast 30 und ja, wir kennen uns durch eine Ausbildung, die wir zusammen gemacht haben. Und ich befasse mich vor allem mit den Themen Frauengesundheit, PMS, Pille absetzen, Akne und so weiter und so weiter. Und das heißt, ja, da bin ich so ein bisschen zu Hause und aber Energiemangel, das gehört natürlich zu den Themen, die fast jeden beschäftigen. Ich glaube, es liegt auch natürlich so ein bisschen an der heutigen Zeit, an dem Alltag der meisten, aber da kann man ja nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein bisschen was verändern, dass das eben nicht so ist, dass man Energiemangel oder ähnliches hat. Ja, absolut, absolut. Wie war das bei dir früher? Hattest du damit zu kämpfen? Also tatsächlich hatte ich einen sehr schlechten Umgang mit Koffein, würde ich mal sagen. Ich komme vielleicht noch mal einen kleinen Bogen machen. Ich komme ja so ein bisschen aus der Trainerrichtung und habe lange auch abends immer gecoacht und habe immer relativ viel zu tun und so und musste demnach mein Training immer sehr früh machen, um das überhaupt irgendwie reinzubekommen und habe dadurch meinen Schlaf auf jeden Fall lange vernachlässigt und musste dementsprechend morgens immer Koffein tanken und habe dann auch sowas wie, ja, in der CrossFit-Szene ist das relativ bekannt, namens Nocco.
Das heißt, morgens dann auch schon die Koffeintrinks reingeballert, um irgendwie das Training dann auch machen zu können. Und abends, wenn ich dann zum Coachen gefahren bin, so um 19 Uhr, dann nochmal. Also ich hatte da echt einen ziemlich schlechten Umgang mit. Aber ich hätte es wahrscheinlich anders gar nicht überlebt, wo wir ja auch beim Thema sind. Ja, kenne ich so gut. Bei mir war das damals auch der Fall. Super wenig geschlafen, also wirklich teilweise erst so um 12 oder 1 ins Bett, um 5 aufgestanden und das Erste, was ich dann getrunken habe, war natürlich ein Kaffee oder ein Monster Energy Drink. Ja, du hast mir diese Stories geschickt, wo du irgendwie, Ja. oder war das Reel, ne? Wo irgendwie Ja, morgens um 8 schon so ein Monster am Bürotisch. Ja, okay. ja. Es muss nicht so sein. Muss definitiv nicht so sein. Ja, was war denn so deine Erkenntnis, dass du gemerkt hast, okay, das ist vielleicht nicht ganz so normal, dass man aufsteht und als allererstes mal einen Koffeinkick braucht? Also bei mir war es grundsätzlich gar nicht so das Thema, dass ich jetzt zum Beispiel abends nicht schlafen konnte, weil ich war einfach so im Arsch, auf Deutsch gesagt, dass ich einfach wirklich immer tot ins Bett gefallen bin. Aber bei mir war es tatsächlich die Haut, die sich sehr stark bemerkbar gemacht hat. Das heißt, durch diesen ja sehr überschwänglichen Koffeinkonsum, durch den schlechten Schlaf etc. Hat sich das bei mir ziemlich aufs Hautbild sozusagen ausgeschlagen. Und ja, ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich mir echt viele Sachen aufgeheizt habe und dann so ein bisschen in das Thema kam, ich bin so gelähmt von den ganzen vielen Themen, die ich habe, von meinem Alltag, dass ich so ein bisschen auf so einem Nullpunkt war, wo ich dann einen Tag gebraucht habe, immer um mich komplett irgendwie hinzulegen und nichts zu tun. Und das ist auf jeden Fall durch Corona tatsächlich, durch dieses ein bisschen Slowdown, hat sich da bei mir viel getan und dann habe ich erst gemerkt, was das eigentlich alles für einen Einfluss hat. Und natürlich dann durch die Ausbildung etc. hat sich das dann natürlich alles auch irgendwie nochmal mehr gefügt und ich habe es natürlich auch besser verstanden. Und bei dir, wie war das bei dir, dass du das sozusagen abgestellt hast bzw. verändert hast? Ja, bei mir war es relativ ähnlich. Ich habe ja die verrücktesten Dinge dann gemacht. Durch das, dass ich in der Früh um 8 gleich einen Monster Energy Drink getrunken habe, war ich natürlich relativ gesättigt und habe dann mal so bis 12, 13 Uhr einfach nichts gegessen, weil ich dachte, Klassisch. muss ja nicht sein, ich habe ja jetzt keinen Hunger. Dementsprechend kamen da ganz viele weitere Symptome hinzu. Ich war dann teilweise lag ich um 12 im Bett, hatte 5 Stunden geschlafen, war im Training, Arbeitstag hinter mir und ich lag im Bett und war hellwach und konnte einfach nicht einschlafen. Und es ging halt echt so weiter, dass ich dann wirklich so beim Heimfahren, beim Autofahren schon so ein bisschen Sekundenschlaf hatte oder auch so während der Arbeit, dann sitzt du da, merkst du dir die Augen so zufallen und der Kopf nach unten sinkt. Und natürlich auch im Training habe ich es stark gemerkt und dachte mir dann schon irgendwann, vielleicht ist das wirklich doch nicht ganz so gesund, was ich hier mache. Und habe dann mal eine Woche ganz strikt auf sämtlichste Energy-Geschichten verzichtet, also kein Kaffee, keine Energy-Drinks und hatte richtig so ganz komische Entzugserscheinungen. Ja, das haben ja die meisten schon. Wir können ja da auch so ein bisschen sagen, wenn wir das mit Kunden machen. Wir arbeiten ja relativ ähnlich und bei mir steht es zumindest immer drin, dass Kunden eine Zeit lang mal versuchen sollen, auf Koffein zu verzichten. Ja, da kommen meistens dann die Kopfschmerzen hoch und wie du sagst, dieses Gefühl, boah, ich brauche jetzt einen Kaffee, ich muss jetzt irgendwie mir was reinfahren, um irgendwie da nicht einzuschlafen. Und ja, das kenne ich von vielen Kunden. Ja, es macht ein bisschen süchtig, so wie Zucker oder so. Ja, ist tatsächlich so. Aber es Ja. wird einem immer erst bewusst, wenn man es tatsächlich halt mal rausnimmt, Ja, genau. Also das wäre vielleicht tatsächlich schon so ein erster Tipp an alle, die zuschauen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr trinkt relativ viel Kaffee oder Energy Drinks, dann verzichtet da einfach mal eine Zeit drauf und guckt, was im Körper so passiert. Ich hatte das auch irgendwann mal in einer Story und dann hat mir jemand geantwortet, er würde
Also er würde einfach mehr Kaffee trinken als Wasser am Tag. Und das wäre eigentlich wie sein Kaffee und er könnte aber auch super schlafen. Dann habe ich gedacht, probier es mal ohne. Ich bin mal gespannt, was dein Körper dann sagt und wie er reagiert. Also es soll alles geben. Ja, krass. Ja. Okay, wie ging es bei dir dann so weiter? Also, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, so bei Corona war bei mir so ein bisschen ein Umbruch, weil ich einfach mein zeitliches Pensum, was ich sonst jeden Tag so gefahren bin, hat sich dann einfach so ein bisschen entschleunigt. Und ich habe auch einfach mal die Zeit gehabt, tatsächlich morgens ein bisschen länger zu schlafen. Ja, und einfach mein Stressmanagement insgesamt einfach auch so ein bisschen im Blick zu haben, ne? Weil das ist ja klar, jeder von uns hat viel zu tun, aber es ist halt immer die Achtsamkeit mit sich selbst. Und das musste ich erst wieder lernen, darauf zu hören, wenn ich müde bin und kaputt bin. Und ich merke das jetzt manchmal, wenn ich habe nach wie vor immer noch viel zu tun und habe viele Baustellen und so, aber ich merke an den Tagen, wo ich morgens aufstehe und so ein bisschen wie so gelähmt bin und denke, oh, ich habe heute so viel, ich schaff das nicht durch den Tag, ich habe nicht genügend Energie, das alles zu stemmen. Dann versuche ich mir genau an solchen Tagen eigentlich auch eine Pause zu gönnen, wenn ich dieses Gefühl bekomme, weil das ist für mich so eine Alarmglocke, die dann angeht, wo ich sage, okay, und jetzt hier und nicht weiter und einen Gang runterfahren. Und das ist halt, glaube ich, das, was man auch mitgeben kann. Nochmal als zweiten Tipp vielleicht, wenn wir da weitermachen wollen, dass man einfach viel achtsamer mit seinen Energiereserven sein muss. Ja, wir müssen alle arbeiten. Ja, wir müssen alle, haben alle Verpflichtungen, familiäre, private, whatever. Aber man selbst kommt da manchmal so ein bisschen zu kurz, ne? Man versucht immer allen gerecht zu werden, allem gerecht zu werden und sagt da vielleicht auch zu wenig Nein zu anderen, Ja zu sich. Damit geht es mir auch besser. Und bei Ich glaube, ich, dir? ja, Warst du eben kurz eingefroren? Hast du mich ja, gehört? genau, ich habe dich noch gehört, bei mir war mein App-Limit festgelegt. Okay. Passt ganz gut zum Thema. Ja. Genau, ja, Thema App-Limit, also auf allgemein Energien, da passt es auch ganz gut mit rein. Oder ich habe es vorhin gerade schon in den Kommentaren gelesen, dass einer geschrieben hat, ich bin schon am Bluetooth-Fasten mit meinen Kopfhörern. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Ursachen für einen Energiemangel. Also es ist ja nicht nur Koffein zum Beispiel schuld oder einfach der Arbeitsalltag, den man hat. Es gibt ja ganz viele verschiedene und jeder ist da einfach so individuell. Es spielen natürlich auch so Kleinigkeiten wie Strahlung kann da auch mit einspielen, natürlich. Aber es ist wirklich so breit gefächert. Also Thema Energiemangel ist wirklich von Nährstoffmängeln über fehlende Routinen, allgemein fehlende Schlafhygiene, wie man so schön sagt. Ganz, ganz viel mitunter. Also du hast ja auch, glaube ich, relativ viele Klientinnen, die da eventuell auch ein Thema haben. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was waren da so die Hauptursachen, die du so beobachtest? Also ich habe ja, natürlich jeder ist so unterschiedlich, ne? Das kann man schon mal vorab sagen und jeder startet auch an einem anderen Punkt. Ich hab ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich vor allem in dieser hormonellen Schiene unterwegs bin und habe da zum Beispiel eine Kundin, die tatsächlich ein Hashimoto hat, also oder Hashimoto hat und somit eine Schilddrüsenunterfunktion und natürlich dahingehend zwar eingestellt ist, aber nichtsdestotrotz, trotz dieser Einstellung der Medikamente, trotzdem morgens eine Stunde gebraucht hat, um überhaupt so ein bisschen in die Pötte zu kommen und morgens ja irgendwie dann auch die erste Stunde auf der Arbeit nicht so richtig konzentriert war. Dann ging es weiter mit Mittagstief, so, und das haben wir echt richtig, richtig gut im Griff. Und da bin ich auch super stolz drauf, weil ich glaube, sie kam zu mir und hatte, ja, fragen das ja immer so ein bisschen ab, wie war so das Energielevel und das war irgendwie bei 3. Und das ist jetzt so in Richtung 8, 9, 10 und da bin ich schon ziemlich, ziemlich happy mit. Und ja, das wär so ein Thema, Schilddrüse natürlich, ne? Nährstoffversorgung, ob das alles rund läuft.
Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, einer Kundin, die tatsächlich eine Nebennierenthematik hatte und dahingehend einfach ein bisschen erschöpft war. Grundsätzlich einfach auch einen super vollgepackten Tag. Da haben wir jetzt einfach auch angefangen, Nebennieren zu unterstützen, einiges auch in Sachen Nahrungstiming umzustellen. Und auch hier sind wir, glaube ich, von einer 4 auf einer 9. Und ja, da kann man schon mit vielen kleinen Handgriffen viel machen, viel verändern, würde ich sagen. Ja, Wie ist absolut. das bei dir so? Hast du da auch die Erfahrung, dass man da schnell was verändern kann? Ja, total. Also es kommt natürlich immer wirklich so auf die Ursache drauf an. Sind es vielleicht kleine Stellschrauben oder eher die ganz großen, die man dann drehen muss? Wie lange herrscht natürlich auch schon dieser Energiemangel? Also wie lange liegt der überhaupt schon vor? Wenn es natürlich mit den Nebennieren wirklich zu tun hat, dass die schon sehr, sehr stark erschöpft sind, dann ist es natürlich ein längerer Prozess. Wenn es jetzt an so Kleinigkeiten liegt, dass man sagt, es fehlt einfach die Routine, ja, man geht nach 23 Uhr schlafen, trinkt um 16 Uhr die dritte Tasse Kaffee, dann sind das, sage ich mal, so die kleinen Stellschrauben, wo man relativ schnell drehen kann. Oder auch das Thema Blutzuckermanagement. Da mal zu gucken, wie sieht es denn aktuell aus? Ist der Blutzucker überhaupt stabil? All diese Ja, Themen. da reden wir jetzt vielleicht auch schon so auf ein bisschen, ich möchte nicht sagen, Fachjargon, aber vielen ist ja gar nicht bewusst, was der Blutzuckerspiegel für einen Einfluss hat und das Timing der Makros, beziehungsweise da auch, wann ich was esse. Es gibt ja dieses schöne Beispiel mit, ich esse abends keine Kohlenhydrate, weil ja, Die machen Kohlenhydrate ja kannst du dick. nur machen dick. Aber im Gegenteil, ja, ich glaube, man sollte viel mehr abends komplexe Kohlenhydrate essen, um eben auch den Körper zu entstressen, ne? Ja, genau. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn man mal ordentlich Pizza essen geht, dann kann man sich danach in die Ecke liegen und würde am liebsten schlafen. Ich meine, unabhängig davon, dass Pizza halt eine kleine Allergenbombe ist. Eine gute Allergenbombe. Das mal außer Acht gelassen, aber ist einfach so, wenn man sich da ordentlich was reinfährt, dann ist man am Abend, glaube ich, meistens ziemlich K.O. Und ich sage mal, früher war es bei mir zum Beispiel auch morgens das heißgeliebte Porridge zu den Zeiten, wo ich dann noch gefrühstückt hatte. Und habe mich dann immer gefragt, hey, wieso bin ich denn jetzt so müde danach? Es waren Ja, halt. und das ist ganz witzig, weil das ist ja das In-Frühstück schlechthin und ich Genau. esse es auch total gerne. Inzwischen versuche ich es mehr abends zu essen als morgens. Aber zwischendrin mache ich mir tatsächlich auch mal Overnights, aber das ist auch so, ja, da versuche ich auch immer, das so ein bisschen zu strecken und dann, sage ich mal, die Kohlenhydratmenge morgens einfach moderat zu halten, um dann eben nicht in diese Löcher zu fallen, wenn man zu viel Kohlenhydrate in Kombination dann am Ende auch mit zu wenig Eiweiß zu sich genommen hat. Ja, absolut. Es können ja mal, es schauen ja jetzt doch 17 Leute aktuell gerade zu, einfach mal reinschreiben, wann sie momentan am Tag die meiste Energie haben. Ist es morgens, ist es untertags oder dann tendenziell eher gegen den Abend hin? Dann können wir vielleicht da mal auf das ein oder andere so eingehen. Ja. Das ist ja mal das Schöne hier bei den Lives eigentlich, ne? Dass man da auch so ein bisschen interagieren kann. Man kommt immer in so einen Redeflow und vergisst irgendwie die Zuschauer. Ja, So soll es nicht sein. wenn sich die Leute dann auch trauen zu kommentieren, das ist oftmals eine Hemmschwelle, glaube ich. Ja. Ich habe gesehen, Genau. die Lisa schaut zu. Das ist ja eine Kundin von mir. Lisa, wie ist deine Energie aktuell? Ich glaube nicht so gut, aber liegt eher daran, dass wir gerade. Ja, es gibt natürlich immer ein Auf und Ab, ne? Das ist ja ganz klar. Es kann nicht immer auf einer 10 sein. Es ist halt einfach so. Und wir sind gerade in einer fortgeschrittenen Strategie und da ist es durchaus so, dass wir, ja, dass wir im Grunde genommen auch da mal wieder mit Energiemangeln so ein bisschen kämpfen und das aber dann natürlich immer wieder anpassen, schrauben, drehen und dann wieder natürlich. Dieser schreibt, ich wollte nichts schreiben, weil es Gründe hat. Ja, nennt man Entgiftung. Ja, okay, was steht hier noch so? Ich glaube, du kannst die Kommentare swipen. Ja, genau. Also es kam jetzt einmal
Eher morgens bis mittags, dann morgens und abends. Morgens, Morgens abends und volle abends. Energie. Das mag ich. Ich wollte nichts schreiben, weil es Gründe hat. Nachmittags und abends, morgens und mittags haben da ja schon gut dran gearbeitet. Genau, die Isa, die hat ist auch schon relativ weit im Coaching. Also bei der hat sich es auch gut gebessert. Sehr schön. Ja, also vielleicht können wir mal was zu dem Phänomen morgens Energie, morgens, sorry, morgens Energiemangel und abends wach sagen, weil dazu habe ich auch eine Frage bekommen und das ist so mit das Häufigste, was ich eigentlich auch höre, wenn es ja, wenn es um Energie Mangel geht, ne? Ja. Was sind so deine Erfahrungen? Was machen die Leute falsch? Also ich frage zu Beginn auch immer ganz oft so eine kleine Energiekurve ab, wie ist denn das Energielevel? Und dann sieht es oftmals so aus, es steigt von unten langsam an, bleibt dann konstant und dann geht es nochmal hoch. Und ja, eigentlich soll es halt andersrum sein. Morgens die meiste Energie im Laufe des Tages sinken und dann langsam ausschweifen. Genau. Ja. Es ist aber ganz, ganz häufig so, dass die Leute zum einen absolut gar keine Routinen haben, also keine Morgen-, keine Abendroutine. Dann bei Frauen ganz, ganz häufig der Fall, dass sie falsch oder gar nicht frühstücken. Und generell die Zusammensetzung der einzelnen Mahlzeiten, sage ich mal, suboptimal ist. Ja, eine schöne Zusammenfassung. Neben Nährstoffmängeln, und Co. Ja, das ist ja tatsächlich so ein Phänomen, ne? Also ich sehe das auch immer wieder, dass Intermittenfasten halt einfach super in den Trend gekommen ist. Das Problem so ein bisschen ist, dass die Studien, die über das Intermittenfasten gehen, meistens mit Männern durchgeführt wurden. Und der Stoffwechsel von Frauen und der Stoffwechsel von Männern funktioniert halt leider komplett unterschiedlich. Und gerade das morgens nicht frühstücken kann für viele Frauen halt echt ein Thema sein, ja. Also warum, wenn du morgens keinen Hunger hast zum Beispiel, dann ist das eigentlich das Anzeichen, dass du dann gerade erst recht frühstücken solltest, weil dein Körper eben sich die Energie irgendwie anderweitig holt in Form von Cortisolausschüttung und dann entsprechend eben vielleicht sogar sich die Muskeln, aus den Muskeln sozusagen die Energie zieht. Das heißt, ja, das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp, immer frühstücken. Frühstück Ja. nicht erst um 12. Genau, und um da auch noch mal kurz einzugehen, Cortisol ist halt ein Stresshormon und ich würde behaupten, dass unsere Gesellschaft sowieso viel zu gestresst ist und der Großteil wahrscheinlich viel zu sehr auf Adrenalin und Cortisol fährt. Absolut. Das ist halt auch immer ein großes Thema. Also Stress ist ja im Endeffekt wie Todesgift für den Körper, kann man so sagen. Ja, das heißt, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen mit dem Morgen gestartet. Also frühstücken würden wir auf jeden Fall sagen. Dann haben wir auch schon mal kurz angerissen, Kohlenhydrate eher mäßig bis ja, eher wenig, ne? Wie würdest du jetzt so weitermachen mittags? Was wäre so dein Favorite Meal für einen Vorschlag, wenn du sagst, okay, mittags, ich brauche ja dann auch nochmal für den Nachmittag ein bisschen Energie, weil ich meistens irgendwie dann noch trainiere oder ja, eben vielleicht auch noch arbeite. Ne, wenn du jetzt keinen Halbtagsjob hast, dann brauchst du ja nochmal so ein bisschen Energie. Was Ja. würdest du empfehlen? Ja, wir haben ja drei verschiedene Makronährstoffe, einmal die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine. Und ich würde mir da einfach ein Meal, sag ich mal, zaubern, was doch auch eiweißreich ist, ein paar Fette mit drinnen hält, Kohlenhydrate moderat, also ein bisschen mehr wie beim Frühstück. Genau, das wäre jetzt so mein Tipp, wo ich sagen würde. Hört sich gut an. Genau, wie würdest du weitergehen, wenn wir sagen, okay, Mittagessen hat geklappt, ich habe am Nachmittag jetzt vielleicht kein Energietief mehr. Ja, bei mir ist es dann so, dass ich dann eben mein Training habe und für mich natürlich auch und das für jeden wichtig ist, gerade wenn man, ja, sage ich mal, ja, egal, was für einen Sport man auch immer macht, dass man dann natürlich, sage ich mal, die Makros um das Training drumherum auch entsprechend, ja, timet.
Warum? Weil auch hier wieder das Thema Cortisolausschüttung, Stresshormonausschüttung, den Körper so schnell wie möglich dann nämlich auch wieder runterholen. Gerade wenn man auch spät abends trainiert, extrem, extrem wichtig, dass man nach dem Training komplexe Kohlenhydrate und Protein zuführt, weil dann erst kann der Körper auch in die Regenerationsphase reinkommen und jo, genau. Das wäre so, sage ich mal, meins und dann Richtung Abendessen. Ja, ist es bei mir die größte Portion auf jeden Fall des Tages an Kohlenhydrate, manchmal sogar noch ein kleines Porridge als Bettruckfall. Ja, bin ich voll bei dir, mache ich genauso. Und natürlich am Nachmittag keinen Kaffee mehr oder ähnliches. Ja. Das wäre noch ganz wichtig. Ja, da sehe ich auch immer wieder Leute bei uns im Studio auch abends nochmal schnell einen Kaffee vorm Training um 20 Uhr und ich denke mir immer so, Also nicht, ich Ja. liebe Kaffee auch. Ich könnte das wahrscheinlich auch abends noch trinken, allein vom Geschmack, aber aufgrund des Koffeins auf jeden Fall nicht empfehlbar. Ja, absolut. Ja, jetzt sind wir relativ viel auf Ernährung, Timing, solche Dinge eingegangen. Aber Energiemangel kann ja auch mit mentalen Themen theoretisch zusammenhängen. Nicht nur theoretisch. Richtig. Sehr oft, sehr, Und sehr oft. da ist einfach so das Thema, dass man das wirklich so ganzheitlich betrachtet und wirklich guckt, wo letztendlich kommt denn jetzt wirklich mein Energiemangel her? Warum kein Kaffee am Abend, Jenny? Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint. Ist das eine Kundin von dir? Nee, ich kenne die Jenny schon Ach so. super lange. Das ist eine Okay. ganz, ganz liebe. Beschäftigt sich momentan auch ganz, ganz viel, was heißt momentan schon sehr, sehr lange mit dem Thema auch Energie, mentale Themen und so weiter. Jenny, kannst auch gerne ein bisschen was mit reinschreiben, Okay, ich dachte, wenn du es was war an. eine Ironie. Wenn du was anzumerken hast. Haferflocken schon zu viel Kohlenhydrate. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn du jetzt natürlich morgens dein Training schon hast. Na? Wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende gehe ich damit auch noch mal anders um als unter der Woche. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt gleich ein intensives Training vor mir, dann ist es auch so, dass ich Kohlenhydrate durchaus mal frühstücke. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie so der Tagesablauf ist. Na? Arbeitest du in der Schicht? Arbeitest du ganz normal 9 to 5, wie ist so dein Tagesablauf? Darauf kommt es halt immer so ein bisschen drauf an. Das ist auch, Ja. glaube ich, das, was man mitgeben kann. Es ist halt nicht pauschal. Man muss sich seinen Alltag anschauen, man muss sich seine Energie anschauen über den Tag und dann anpassen. Ja. Und vor allem einfach immer aufs Körperfeedback achten. Was sagt mir mein Körper jetzt? Oft ist es ja dann für einen schon so normal, okay, jetzt habe ich gerade so mein Tief und bin müde. Also ich weiß das noch so vor 5 bis 10 Jahren. Da hat dann jeder gesagt am Nachmittag, ah, jetzt habe ich die Suppennarkose und jetzt habe ich mein Nachmittagstief und das war völlig normal. Absolut. Und da vielleicht einfach mal aufs Körperfeedback auch achten, wie geht's mir nach einer Mahlzeit? Wie fühle ich mich denn danach? Und das ist vielleicht auch ein ganz großes Thema, aber um nochmal so auf die mentalen Themen zurückzugehen, was würdest du sagen, kann denn so Einfluss haben drauf, aufs Energielevel? Was? Perfektionismus auf jeden Fall. Das ist so ein Schlagwort, das ich immer wieder sehe. Das ist, dass man immer alles perfekt machen möchte. Das raubt extrem viel Energie, weil perfekt ist niemand. Und wenn man immer das Streben hat, nur das Beste zu wollen und dann immer noch mal Überstunden und hier noch mal mehr und da noch mal mehr, ja, da ist man halt einfach irgendwann ausgelaugt. Und das ist vor allem der eigene Anspruch an sich selbst, ein sehr hoher Anspruch an sich selbst. Und das ist in meinen Augen sehr oft ja, ein Thema, was auf der mentalen Ebene so passieren kann. Hast du da noch andere Erfahrungen? Ja, also die mentalen Themen, würde ich sagen, sind fast noch tiefgreifender und umfangreicher wie Ernährung und Co, weil sie halt auch sehr, sehr tief und weit zurückliegen können. Oftmals auch Themen, die einem so gar nicht bewusst sind, sondern eher auch so die unterbewussten Dinge. Wie rede ich denn mit mir selbst? Was denke ich über mich? Habe ich vielleicht Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, andere sind besser als ich? Es sind ja auch immer Stressoren, die uns permanent Energie rauben. Und Ja. das würde ich fast sagen, ist noch viel, viel wichtiger wie Ernährung.
Ja, da kann sich nämlich auch jeder an die Nase greifen und sich mal fragen, was sind eigentlich meine emotionalen Stressoren? Weil natürlich weiß man, okay, oh, ich habe vielleicht mit meiner Schwiegermutter kein gutes Verhältnis. Mir gefällt das vielleicht auch nicht, wie der und der mit mir spricht, wie der und der mit mir umgeht. Aber da kann ich nur sagen, kommunizieren. Es ist so wichtig, Themen nicht mit sich rumzuschleppen, sondern aktiv anzusprechen und mit den Leuten, mit denen man vielleicht das Thema hat, diese tatsächlich auch persönlich ansprechen und sagen, du, guck mal, das und das ist so und so bei mir und ich merke, dass das mich irgendwie immer wieder triggert, aufwühlt. Können wir das irgendwie aus der Welt räumen oder wenn das nicht der Fall ist, dann okay, dann ist es auch gut, aber dass man zumindest mit sich im Reinen ist, mit unterschiedlichen zwischenmenschlichen Beziehungen, weil das ist unfassbar wichtig. Ja, absolut. Nicht nur mit sich selbst, sondern eben auch mit anderen. Ja, total. Na, wenn ich Ja. weiß, okay, boah, jetzt bin ich bei dem Familienfest und ich sehe wieder den und den. Oh, ne, das sind so Themen, die wo man sich schon lange im Voraus dann einen Kopf macht und das sind Stressoren und das triggert unglaublich und man weiß, man merkt gar nicht, wie viel Energie das eigentlich zieht, ja. Ja. Ja, oder auch so dieses Thema, was du jetzt auch gerade so angesprochen hast, dass man oft alles so zerdenkt. Wenn irgendein Problem auftaucht, dann sucht man beziehungsweise zerdenkt dieses Problem in tausend Einzelheiten, anstatt nach einer Lösung zu suchen und sich auch mal vielleicht bewusst zu machen, was könnte denn wirklich das Schlimmste sein, das eigentlich passieren könnte. Und meistens kommt man dann zu dem Entschluss, dass es eventuell gar nicht so schlimm ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Dieses, was passiert jetzt, wenn, und es ist aber noch gar nicht passiert, das merkt man jetzt natürlich auch aktuell in so ein bisschen, also finde ich, hatte ich auch mit vielen Kunden den Austausch hinsichtlich dem Krieg und Russland und als das so alles losging, ne, weil man es auch irgendwie nicht greifen konnte, es ist ja doch sehr nah und es sind Themen, die jeden irgendwie beschäftigen und jeder geht damit auch in einer gewissen Weise anders um. Und so existenzielle Probleme hatten wir ja bisher, glaube ich, alle in unserer Generation jetzt noch gar nicht, dass wir damit konfrontiert waren. Aber ich glaube immer, dass es nicht viel bringt, wenn man in diesem Worst-Case-Szenario lebt und arbeitet und da wirklich alle Möglichkeiten durchspielt, weil da macht man sich selbst kaputt. Und ich glaube, damit ist dann auch am Ende keinem geholfen. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Die Jenny hat vorhin auch gerade noch reingeschrieben, abliefern war auch ganz lang mein Thema. Das hat mega viel Energie gezogen. Perfekt, Thema Perfektionismus dann auch, ne? Ja, also das sind natürlich wirklich Themen. Da ist es vielleicht alleine auch manchmal ziemlich schwer, überhaupt ranzukommen an sowas. Total, total. Ich merke das immer wieder, wenn man erstmal mit Personen über Stressoren spricht und dann was Stressoren alles tatsächlich sein kann. Ich habe auch so eine schöne Liste, wo das alles aufgeführt sind, dass ist vielen gar nicht bewusst, was gerade emotionale Themen sein können, vielleicht sogar aus der Kindheit, ne? Zum Beispiel Thema Mobbing oder ähnliches, was ich bis heute noch vielleicht auf Situationen reflektiere, die gar nicht mehr so sind, aber ich einfach diese Erfahrung gemacht habe und dann entsprechend mein Unterbewusstsein automatisch diese Situation als Stress einwertet, ohne dass sie vielleicht Stress sind für eine andere Person, ne? Ja, genau, absolut richtig. Und ja, da ist einfach dieses Thema, es gibt halt bewusste Stressoren, wie zum Beispiel Kopfhörer, die kabellosen oder der Job, wenn er einem nicht gefällt. Und dann gibt es eben auch diese unbewussten Stressoren, die halt vielleicht ganz, ganz tief in die Kindheit zurückragen. Absolut. Ja, das mit den Kopfhörern, wenn du das immer wieder so erwähnst. Bin auch so ein Mensch, ich vergesse dann auch manchmal meine AirPods einfach im Ohr und laufe die ganze Zeit damit rum, weil das für mich so ganz normal ist. Da muss ich mich auch manchmal so, ja, kurz, ey, die Kopfhörer immer mal wieder raus. Ja, man sitzt eh viel zu viel am Bildschirm. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein hübscher, netter Hinweis, Bildschirmzeit, Stressor.
elektrische Geräte, Lichtquellen. Vielleicht können wir da noch mal was sagen. Ja, absolut. Ich meine, wenn man einfach mal in die Natur rausschaut und da so nach dem Rhythmus leben würde, wie wird es denn hell? Welche Farben sind da präsent? Wie ist die Helligkeit unterm Tag? Danke, Lexi. Und wann wird es draußen dunkel? Und jetzt bei uns merkt man die Sonne, Was ist mit dir? die Sonne geht so leicht unter. Und ist natürlich, wenn wir hier zu Hause dann komplette Vollbeleuchtung haben und draußen ist es schon stockdunkel, dann gaukeln wir unserem Körper einen komplett falschen Rhythmus vor. Ja, absolut. Absolut. Gerade in den Wintermonaten muss man da echt sich selbst so ein bisschen, ja, irgendwie zusammenreißen auch, ne? Weil ich meine, klar, also jetzt geht es ja inzwischen wieder, wir haben jetzt fast 8, ne? Da ist man meistens mit der Arbeit zumindest fertig, aber wenn man lange vor dem Bildschirm sitzt, sollte man auf jeden Fall dann schauen, dass die Augen danach eine Pause bekommen und man nicht dann irgendwie vom Bildschirm zu Bildschirm wandert, das heißt vom Laptop irgendwie dann direkt auf die Couch und wieder den TV, bis man irgendwie auf der Couch dann am Ende auch irgendwie entweder einschläft oder, ne? Also ich versuche dann auch immer so eine, es funktioniert nicht immer, um Gottes Willen, ich bin im Moment auch wieder schlechter, ich merke das auch, muss mich wieder selbst ein bisschen ermahnen. Ich versuche eigentlich so eine halbe bis dreiviertel Stunde, Stunde dann abends schon die Bildschirme irgendwie auszumachen und dann auch runterzufahren, weil blaues Licht hemmt Melatonin. Melatonin ist im Grunde genommen das Hormon, das dann am Ende auch ja, für den Schlaf verantwortlich ist. Ja, absolut. Also da auch nochmal der Hinweis, wenn man sich eine Abendroutine zulegt und auch eine Morgenroutine, dann sollte das Handy da nichts zu suchen haben. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, wenn noch jemand Fragen hat von den Leuten, die gerade zusehen, dann schreibt das gerne mal rein. Du hast ja bald auch schon deinen wöchentlichen Gruppencall mit Ja, deinen ich habe um Coaches. 20 Uhr noch genau mein Live-Call mit meinen Coaches, mein Weekly. Genau. Genau. Ich würde sagen, kommen wir langsam dann auch zum Ende, weil meistens ist es auch so, wenn die Lives so lang sind, guckt man sich's Am nicht so Ende nicht mehr an. an, ja. Genau, und das Aber wäre das natürlich Thema auch Energie schade. ist halt echt riesig, ne? Da kann man Ja. in unfassbar viele Richtungen denken und gehen und muss halt immer wieder individuell einfach die Ursache finden für das Energietief. Und das ist meistens nicht nur eine Pille, sondern das ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Ja, absolut, so ist es. Gut, bisher kam keine Frage mehr rein. Ich schaue jetzt gerade mal Haben wir alles gut erklärt. in dieser Fragebox ist auch nichts drinnen. Ja, hast du noch ein Ja. paar abschließende Worte? War schön mit dir, wie immer. Nein, also wie gesagt, ja, Thema Energie, ich glaube, da kann jeder sich, kann jeder etwas verbessern, wenn er an den richtigen Stellschrauben dreht. Man muss eben nur ein bisschen wissen, wie. Und dafür sind wir ja Ja, absolut. Ich kann auch noch mal an jeden da draußen appellieren. Es ist nicht normal, morgens komplett erschlagen zu sein, nicht aus dem Bett zu kommen und am Abend dann voller Energie zu sein oder auch dieses typische Nachmittagstief. Nur weil das 10 Bekannte auch haben, heißt es nicht, dass das normal ist. Ja. Und generell einfach öfter mal hinterfragen gewisse Dinge und vielleicht wieder mehr zum eigenen Körper finden, mehr Körperbewusstsein und öfter sich selbst mal fragen, was tut mir denn eigentlich wirklich gut? Das ist ganz, ganz wichtig. Super, Christi, ich danke dir für deine Zeit, war wieder ein super schönes Live. Ich Ja. könnte noch Stunden mit dir hier Das plaudern. machen wir dann mal offline. Das sowieso. Das sowieso, stimmt. Nein, also ich wünsche auch allen einen schönen Abend. Danke, dass ihr zugehört habt und dir auch danke, dass ich hier dabei sein durfte Ja, heute. super gerne. Macht am besten euren Blaulichtfilter ein und genießt euren Abend ohne Bildschirme. Ciao, ciao. Tschüss.